Guten Abend, liebe Kinder. Hoch, was für ein prachtvolles Wetter. Wenn Frau Elster kommt, werden wir noch ein Stück spazieren gehen. Hallo, Herr Fuchs, da bin ich. Guten Abend. Ach, guten Abend, Elsterchen. Ach, Moment, das Telefon. Ja, bitte? Ach, guten Tag, Onkel Uhu. Verloren? Na, so etwa. Ja, natürlich. Frau Elster ist auch gerade gekommen. Ja, gut, sofort. Natürlich, wir helfen doch gern. Auf Wiedersehen. Auf, Elsterchen. Wir müssen schnell zu Onkel Uhu. Was? Weshalb denn? Da freut man sich auf einen netten Abend mit Ihnen und wird überhaupt nicht beachtet. Ach, dafür ist jetzt keine Zeit. Los, wir gehen. Ich denke gar nicht daran, mitzugehen. Ja, Potzblitz und Sauerampfer. Onkel Uhu braucht unsere Hilfe. Ah, erlauben Sie mal, seien Sie nicht so derb. Ich habe am Telefon vorhin unsere Hilfe versprochen. Nun seien Sie so nett und enttäuschen Sie mich und Onkel Uhu nicht. Also gut, ich komme ja mit. Aber nur, wenn Sie mir endlich sagen, was los ist. Ach, Beeilung, Onkel Uhu wartet auf uns. Er hat etwas verloren. Huss. Etwas verloren? Etwa im Wald? Und das sollen wir finden? Ach, das ist doch ganz unmöglich. Guten Tag, Frau Elster. Guten Tag, Herr Fuchs. Es freut mich, dass Sie so schnell gekommen sind. Das, guten Tag. Ja, guten Tag. Was ist denn verloren gegangen? Ja, was? Und wo? Und wie? Huhu, mein Schlüssel ist weg. Ein kleiner, glitzernder Schlüssel ist seit heute früh spurlos verschwunden. Huhu. Oh, der Schlüssel. Ja, wo ist er denn verloren gegangen? Huhu, das weiß ich nicht genau. Ich denke, irgendwo hier in der Nähe. Na, wir helfen suchen. Frau Elster, was soll denn das? Halt, hier geblieben. Ja, so warten Sie doch. Ach, der Schlüssel. Der Schlüssel. Ja, das ist doch die Höhe. Ist das etwa der Schlüssel, der Onkel Uhu gehört? Er glänzt so schön. Donau, Doria, wo kämen wir hin, wenn jeder stiebitzt, was so schön glänzt? Sie haben ja recht, Herr Fuchs. Aber ich dachte doch, er braucht die nicht mehr. Was, diese Person. Wissen Sie eigentlich, wie man so etwas nennt? Herr Fuchs, jetzt schäme ich mich. Das hilft uns jetzt nichts. Los, Onkel Uhu braucht seinen Schlüssel. Ich trau mich aber nicht. Am liebsten möchte ich im Boden versinken. Könnten Sie nicht den Schlüssel? Das wäre ja noch schöner. Sie trauen sich, den Schlüssel zu nehmen und sind zu feige, ihn zurückzugeben. Entweder wir gehen jetzt auf der Stelle zu Onkel Uhu und Sie entschuldigen sich, oder wir sind Freunde gewesen. Ist ja gut. Schreien Sie mich nicht so an. Ich gebe den Schlüssel zurück. Ach, Elsterchen, mit Ihnen hat man's nicht leicht. Aber nun Beeilung. Ach, ist das schrecklich. Ja, schämen Sie sich ruhig und lernen Sie etwas daraus. Und wenn wieder irgendwo einmal etwas liegt, das glänzt und glitzert, dann... Dann sehe ich es mir erst mal gründlich an. Wie bitte? Ich meine, ich bringe es dann sofort zum Waldfundbüro. Jawohl. Naja, Sie sind vielleicht doch kein so hoffnungsloser Fall. Und Onkel Uhu wird sich freuen, dass wir seinen Schlüssel so schnell gefunden haben. Wir wollen uns beeilen. Und vorher sagen wir den Kindern noch gute Nacht. Ja, gute Nacht, liebe Kinder.